Ja, herzlich willkommen, Jost. Schön, dass du da bist. Ja, danke dir auch. Herzlich willkommen, Susanne. Gut, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich auf unser Gespräch. Genau, und ich wollte ja mehr wissen über deine Projekte. Du hast mir schon ein bisschen was erzählt. Du hast ja ganz, ganz tolle Projekte. Einmal den Eulenhof und dann noch ein neues Projekt an der Nordsee. Vielleicht Genau. kannst du mir einfach mal was darüber erzählen, was du da eigentlich magst. Ja, also der Eulenhof ist eigentlich entstanden aus einer Idee. Ich bin morgens aufgewacht und habe einfach gemerkt, wie gut es mir geht, wie viel Glück ich im Leben habe und ich möchte das einfach teilen. So. Und dann bin ich zu einem Freund gegangen, habe gesagt, du, ich will ein schönes Projekt machen, am besten einen Brunnen in Indien bauen oder irgendwas, was vielen Leuten zugutekommt. Dann hat er mich so ein bisschen ausgelacht und hat gesagt, du bist ja kein Bauingenieur und kein Physiker. Brunnen bauen in Indien würde ich dir abraten, aber wie wäre es denn, wenn du eine Schule in Indien gründest? So, und damit hat es eigentlich angefangen. Vor vielen, vielen Jahren bin ich dann nach Indien geflogen, habe eine kleine Schule gegründet in Bangalore und die gibt es auch immer noch. Bin dann 12 Jahre, zweimal im Jahr rübergeflogen, habe Geld rübergebracht, habe viele Sponsoren gehabt und habe dann irgendwann gemerkt, so, das Projekt will ich jetzt abgeben, bevor es zu viel so mein Projekt wird. Es soll eigentlich ein Projekt für die Leute sein und ich soll mich nicht da direkt draus nähren wollen. So, und dann habe ich diesen alten Fachwerkhof seit 1978 gehabt. Und habe mir überlegt, du kannst jetzt ein Seminarzentrum draus bauen, weil durch Seminare bekommen die Leute immer was Neues im Kopf, bekommen neuen Mut, bekommen irgendwie gute Ideen und so weiter. Und dann bin ich in die Wüste gegangen, in Sinai, habe 2 Wochen gefastet in der Wüste und bin dann mit diesem festen Plan zurückgekommen. Du baust den Eulenhof als Seminarzentrum auf. So, das war 2010 und dann habe ich halt angefangen und ja, den gibt es ja heute noch. So viel zum Ursprung dessen. Was für Seminare finden da vor allem statt oder was für Räumlichkeiten sind da, was für Möglichkeiten gibt es da? Ja, also wir haben 8 Zimmer, wo wir 16 Leute unterbringen können. Wir haben 2 große Seminarräume, einen mehr so ein Yoga-Raum und einen mehr so ein Raum zum Sitzen und zum Bilder zeigen. Und in ungefähr 70 Quadratmeter, jeder groß. Und wir vermieten einfach an Leute, die Anfragen bei uns machen und sagen, wir wollen bei euch ein Seminar machen, das soll so und so lang sein, dann machen wir ihnen ein Angebot und unterbreiten dann, wie gesagt, dann mit Verpflegung auch alles und Unterbringung, sodass die Leute dann bei uns ja, ein gutes Seminar machen können. Wir haben einen riesigen Garten, wo man Feuer machen kann und wo man draußen sitzen kann. Also es gibt verschiedenste Bereiche von Yoga über Firmenseminare, eben alles Mögliche, was die Leute gerade bei uns anfragen. Und wenn da jemand Interesse hat, wo finden Sie da die Website oder wie? Also man kann bei uns auf die Website gehen, die heißt eulenhof.eu und dann kommt man auf die Seminarhaus-Website und da kann man dann runterklicken. Also wir haben ein Café dabei, was am Wochenende geöffnet ist. Wir haben diese Zimmer, wie gesagt, die wir auch als Ferienwohnung vermieten. Wir haben alle 2 Wochen Konzerte bei uns in der Scheune, die haben wir vor ein paar Jahren ausgebaut. Und wir versuchen einfach den Leuten auf dem Land was zu bieten und suchen für die Leute aus der Stadt oder die jetzt Seminare machen wollen, einen ruhigen Platz auf dem Land zu bieten, wo sie dann, wie gesagt, nicht nur genug Platz, sondern auch viele Möglichkeiten haben, sich kreativ zu entwickeln. Ne? Okay, und das machst du alles alleine oder zusammen mit deiner Frau? Oder gibt es da mehr Leute, die dazu helfen? Also ich bin im Moment noch der Chef, sage ich mal, aber ich bin mehr und mehr dabei, das jetzt abzugeben auch, weil irgendwann, wenn ein Projekt gut läuft, ist es gut, die abzugeben, weil es einfach dann Sinn macht. Dann kann man erstens was Neues machen oder man kann auch sagen, ich bin beratend im Hintergrund immer noch zur Verfügung. So mache ich das jetzt gerade, habe ein super Team von 4 Leuten, die das eigentlich schon fast alleine machen, sage ich mal. Klar, die Abrechnungen und sowas, das mache ich alles noch, aber und durch Corona sind wir natürlich auch ein bisschen zurückgeworfen worden, aber das Team ist absolut super seit vielen Jahren und einer steht für den anderen ein und das ist natürlich für die Gäste auch gut, ne? Wenn die also gleich mit Fröhlichkeit empfangen werden und wenn da ein Team ist, was auch mit Leidenschaft arbeitet. Ja, sehr gut. Ja, das hört Ja. sich ja mega an. Und dann hast du erzählt, dass du ein neues Projekt noch an der Nordsee hast. Magst du uns darüber ein bisschen noch erzählen? Ja, also ich habe dann öfter mal Anfragen, wo die Leute sagen, wir suchen einfach was, was ganz weit von allem weg ist, wo wir dann auch laut sein können, wo wir trommeln können, wo wir im Garten sitzen können am Feuer. Und ich merke, dass es im Eulenhof sehr begrenzt ist, weil es natürlich im Ort liegt. Ja, und da möchte ich dann auch, wie gesagt, einen Platz zur Verfügung stellen, wo das möglich sein könnte.
habe vor 2,5 Jahren etwa einen alten Hof gekauft, mit Rätgedach gedeckt, mit einer Scheune dabei und einem Gästehaus und einem riesigen Garten mit Teich. Und den bin ich jetzt gerade am Ausbauen und überlege, ob ich da ein Seminar in der Woche mache und den Rest einer Lebensgemeinschaft zur Verfügung stelle, wo ich selber vielleicht Teil sein kann, wo dann Menschen einfach gut zusammenleben können, ja, und das, was sie dann erfahren, anderen Leuten zur Verfügung stellen. Okay, und leben da schon Menschen und bauen die dann auch selber Sachen an oder wie läuft es dort? Also ich bin im Moment noch in der Bauphase, bin aber jetzt fertig, also diese nächste Woche, bin im Moment eine Woche im Monat oben, weil ich ja diese anderen Projekte noch habe und das geht jetzt voran, sodass ich also jetzt für nächstes Frühjahr da vielleicht auch Sachen entgegennehmen kann. Mhm. Es gibt noch keine Website dafür, weil ich, wie gesagt, damit noch nicht fertig bin. Aber ich kann euch schon mal sagen, das ist ein Platz auf dem Land. Der nächste Nachbar ist 300 Meter weiter entfernt. Die ganzen Nachbarn sind absolut super, unterstützen das und kommen auch mal hin, wenn keiner da ist und machen den Briefkasten leer und empfangen mal Leute und so weiter. Also das ist so langsam am Entstehen. Und was ist da der Plan? Wie viele Leute können da letztendlich sein oder dauerhaft oder... Weil du ja gesagt hast, Lebensgemeinschaft, wie groß ist das, also wie viel Platz ist da für Leute? Ja, wir haben jetzt im Moment haben wir ein Haus mit 4 Schlafzimmern, ja, und eine riesen Wohnküche, es sind 93 Quadratmeter und ein großer Garten. Und dann, wie gesagt, könnte man dann auch die Scheune ausbauen. Aber das würde ich dann, wenn ich da eine Gemeinschaft habe, eher der Gemeinschaft überlassen und dann auch zu gucken, was wollen wir oder die Leute dann da machen. Ja, das ist eine Idee von mir, aber wie gesagt, das muss sich dann noch langsam entwickeln, denke ich mir, aus der Situation heraus. Und ist da auch ein Garten dabei, wo die dann Sachen selbst anbauen können oder ein Feld oder ein Acker oder irgendwas? Kann man theoretisch natürlich schon machen. Ja, oder man kann was anmieten. Es ist natürlich Moorland da oben, also alles, was man da anpflanzen will, muss erstmal, die Felder müssen vorbereitet werden. Das heißt, da muss der Mutterboden gebracht werden und so weiter. Ich selber habe 35 Obstbäume schon gepflanzt, sodass sowohl von der ökologischen Seite das ein kleiner Beitrag ist, als auch natürlich dann also für die Obsternte in Zukunft in jedem Fall gesichert ist. Hm. Ja. Ja, das hört sich ja spannend an. Und wenn da jetzt Leute interessiert sind, da teilzunehmen, wie hast du dir das dann vorgestellt? Also du willst ja das nicht abgeben, du bleibst der Besitzer oder müssen die dann monatlich Miete zahlen? Oder wie ist das für Leute, die da wirklich teilnehmen wollen oder dann Teil von der Lebensgemeinschaft sein wollen? Ja. Also im Moment läuft es über mich oder auch über meinen Partner Frank, wobei ich der Inhaber bin und wir beide entscheiden einfach, wer sich jetzt bei uns vorstellen kann und dann überlegen wir uns, dass wir vielleicht mal einen Monat Probemieten machen, dass wir einfach mal schauen, wie das so läuft für alle Seiten, bevor man sich da jetzt festlegt, weil wir wollen ja eine Gemeinschaft gründen, die auch einen starken Zusammenhalt bietet und dann vielleicht auch selber Projekte kreiert und keiner will alleine alt werden, sodass meine Idee ist, einfach so wie so eine Alters-WG zu machen. Hm. Das ist sehr spannend. Ja. Ja, und gibt es irgendwas sonst noch, was du für spannende Projekte oder Sachen machst, was du uns jetzt noch nicht erzählt hast? Oder? Naja, also ich habe natürlich hier in Bad Homburg, wo ich im Moment lebe, habe ich ein Einfamilienhaus, wo wir auch immer überlegen, ob wir hier was machen. Weil meine Freundin will natürlich gerne hier unten bleiben, im Rhein-Main-Gebiet, sodass wir dann noch so ein bisschen unentschlossen sind, wo wir jetzt wohnen wollen. Aber wir sind dabei, also hier auch so diesen Platz herzurichten, mit Aufstocken von dem Haus, sodass wir hier dann 4 Wohnungen haben können, wo wir zumindest mit 4 Parteien leben. Weil es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, auch im Laufe der Jahre, wenn man alt werden will, möchte man auch mal die Türe zumachen können, will man auch mal seine Ruhe haben. Es soll aber andererseits auch Räume geben, wo man gerne zusammensitzt, wo man dann 1-2 Tage in der Woche vielleicht mal zusammen isst oder abends am Kamin sitzt oder am Feuer im Garten, wo man dann also die Gemeinschaft pflegt, aber sich trotzdem zurückziehen kann. Also da sind, glaube ich, eigene Wohnungen schon ganz gut, weil ich habe viel in WGs gelebt früher und ich denke mir, ich freue mich einfach, wenn ich mal die Tür zumachen kann und wenn ich auch mal sagen kann, jetzt will ich mal für mich sein. Ja, ja, das habe ich, glaube ich, schon von ein paar Reportagen auch gesehen, wo so WGs waren oder solche Lebensgemeinschaften, dass sie dann mit der Zeit festgestellt haben, dass sie an die Türen irgendwelche Schilder angebracht haben und gesagt haben, okay, jetzt ist bitte keiner eintreten oder so, oder dass jemand dann sein Tiny House oder sowas aufgestellt hat oder so, damit er seine Ruhe mal hat. Ja.
Also wir sind hier auch in verschiedenen Gemeinschaften jetzt, wo wir uns austauschen mit anderen Wohnprojekten. Gibt es in Frankfurt eins in Oberursel, wo wir teilnehmen und wo wir auch uns überlegen, ob wir da was machen. Aber es kristallisiert sich einfach heraus, dass wir was Eigenes machen wollen jetzt, wo dann Leute eben auch sich bewerben können oder sagen können, hey, das interessiert uns, wir wollen es mal angucken, wie stellt ihr euch das vor? Weil ich denke mir, im Letzten soll es nicht meine Gemeinschaft werden, sondern es soll die Gemeinschaft von den Menschen werden. Also ich bin zwar gewohnt, der Initiator von Dingen zu sein, aber diese Gemeinschaften sind einfach wichtiger, als wenn einer hier sein Ding vorgibt. Und wenn Sie jetzt für die Lebensgemeinschaft zum Beispiel ein Interesse haben, jemand, der jetzt dazuhört, wie können Sie dich da kontaktieren? Auch über den Eulenhof oder was ist da das Beste, um dich zu kontaktieren? Also der Eulenhof gibt eine Website, da gibt es die info@eulenhof, das bekomme ich alles im Moment. Also da kann man hinschreiben oder man kann an jostkreiz@aol.com, also jostkreiz, jostkreiz, ein Wort, @aol.com schreiben und dich einfach sagen, hey, ich habe da Interesse, mich interessiert, was du so machst und ich will auch sowas machen oder ich will daran teilnehmen oder ich habe eine Idee oder irgendwie. Also ich freue mich immer, wenn Menschen einfach eine Gemeinschaft bilden und wenn Menschen gemeinsam was machen können. Ja, super. Vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast, um das zu erklären. Und ich glaube, das finden sich ganz viele Leute dafür, die da Interesse haben und die da gerne Teil davon sind. Ja, und wir müssen einfach unsere Träume leben. Ja. Das ist ganz wichtig. Und das ist so das Slogan auch vom Eulenhof. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr auf die Website geht. Das heißt Eulenhof, wo Träume leben. Ja, so, wir alle haben Träume und Vorstellungen vom Leben. Ja, aber die wenigsten kriegen das wirklich auf die Straße, sage ich mal. Oder ja. Und es geht jetzt nicht nur um hier meine Träume, sondern es geht um die Träume meiner Mitarbeiter, aller Menschen, die da hinkommen. Und dass Menschen wirklich ein freudvolles Leben haben, sage ich mal, ne? Und leidenschaftliches Leben, weil so ist das ja viel schöner, als wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Ja, also ich finde es mega und ich finde es auch bewundernswert, dass du es schaffst, die Projekte wirklich abzugeben. Ja. Weil das ist gar nicht so einfach, wenn das dann so das Herzblut ist und das Baby, das Projekt und dann, dass man es dann wirklich abgibt und sagt, ja, das kann auch jemand anders weiterführen und dann habe ich Platz und Raum für ein neues Projekt. Absolut, ja. Super. Ja, vielen Dank. Und ja, danke dir, Susanne. Hören wir uns wahrscheinlich mal wieder. Ja, gerne. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden Kontakt. Leute, meldet euch. Und ich bin leidenschaftlicher Mensch und ich teile es gerne, was ich schon alles erlebt habe. Ich werde nächstes Jahr 70 und mein Leben ist immer eigentlich, ist immer das schönste Jahr meines Lebens, was ich gerade habe. Das finde ich bewundernswert. Ja. Weil so sollte man leben. Dass es einfach, dass man das Leben genießt und dass es Spaß macht, ne? Ja. Das machen viele nicht, da geht es nur um Arbeit oder ja, Überleben. Ja, und jeder Tag ist eine Chance, jeder Tag ist ein Geschenk. Ja. Wir sind nicht auf dieser Erde, weil wir einfach hier runtergefallen sind, sondern jeder ist wichtig und jeder hat einen Beitrag hier zu leisten. Und wenn wir das erkennen und Dinge teilen, dann wird es einfach wunderbar. Und dann wird es auch im letzten Unterschied auf dieser Welt machen, egal was überall passiert. Ne? Ja. Super. Okay. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank und habt alle eine gute Zeit. Alle, die das sehen, sollen einfach ein erfülltes Leben haben. Genau, super. Ja. Danke für dein. Gerne, Susanne. Bis dann.